Du hast gesagt, du brauchst etwas? Ah, gleich wieder zum Geschäft. Hm? Gut, es ist einfach, wirklich. Du sollst mir lediglich einen Gegenstand von großem ideellen Wert beschaffen. Wie kann ich ihn finden? Es ist ein Olispus. Würde er auf dem Boden liegen, würdest nicht mal du dich bücken, um ihn aufzuheben. Aber mir bedeutet er sehr viel. Ihn wieder in den Händen zu halten, bedeutet mir mehr, als du ahnst. Ich hätte nie gedacht, dass du so sentimental sein kannst. Ich bin viel mehr als ein hübsches Gesicht und wallende, blonde Locken. Zum Beispiel? Wenn wir uns besser kennen, erfährst du es. Kümmern wir uns doch zuerst um die Aufgabe. Du bist erwachsen. Hol ihn doch selbst. Das stimmt. Aber es könnte durchaus sein, dass die Frau, die ihn hat, nicht sehr erfreut wäre, mich wiederzusehen. Es muss doch eine Geschichte zu diesem Ding geben. Wenn du den Olispus siehst, wirst du verstehen. Wenn du ihn in der Hand hältst, an deiner Haut spürst, wenn du sein Gewicht fühlst, wirst du verstehen. Jedes Mal, wenn wir reden, bist du im Begriff, mit jemandem zu schlafen. Oder würdest gern. Oder bist gerade fertig. War diese Frau die aktuellste? Wer sagt, dass ich mit ihr schlief? Nur eine Ahnung. Wie findest du überhaupt Zeit für was anderes? Überlegene Willenskraft. Es geht um die Nähe, die man nur in diesen Momenten spürt. Wer sehnt sich nicht danach? Ich hol den Olispus für dich. Es ist möglich, dass die Frau ihn selbst behalten möchte, um mich zu ärgern. Am besten bleibst du ungesehen und beeilst dich. Sie lebt östlich von hier. Keine Sorge, du wirst ihn bald in Händen halten. Ach, da ist das Prachtstück. Du hast ihn. Hm, ich hatte ihn anders in Erinnerung und auch nicht so groß. Sie wird ihn vermissen. Er hat dir nie gehört, oder? Das war ein Diebstahl. Es ist nicht irgendein Olispus. Es ist ein Familienerbstück und das Selbstvertrauen eines Gatten. Ohne ihn muss er sich auf seine Frau konzentrieren, statt auf das Geschäft. Ich schätze, das dürfte ihr sehr gefallen. Er hat ideellen Wert, nur nicht für dich. Das Einzige, was zählt, ist, dass du den Olispus besorgt und mir sehr damit geholfen hast. Und was ist mit mir? Na, na, eine Hand wäscht die andere, oder? Schließlich gibt es einen Grund, warum du mich nie abweist. Wie wär's, wenn ich dir zeige, welchen Unterschied dieser Olispus machen kann? Das habe ich nicht gemeint. Ich schätze, ich kann dich doch abweisen. Das habe ich verdient.